Kann man auch während der Gruppenmeditation das Meditationsobjekt wechseln? Ja, das kommt darauf an, was für ein Objekt sich man da wechseln möchte. Wenn man zum Beispiel merkt, dass der Geist sich absolut nicht konzentrieren will, er will nicht zur Ruhe kommen, dann ist es geeignet, sich auf die Einsichtsmethode einzurichten, und zwar die Vergänglichkeit des Atems festzustellen. Jeder Atemzug, einveratmen, ausatmen, immer vergänglich. Da er immer wiederholt wird, kommt keiner auf die Idee. Erst wenn einem der Atem ausgeht, dann kommt man plötzlich auf die Idee, dass das lebensbedrohend ist. Aber dass jeder Atemzug zu Ende ist, daran denkt kein Mensch. Das einmal feststellen, wie das funktioniert, und dann feststellen, dass das sein muss. Wenn das nicht der Fall wäre, sind wir in 2 Minuten tot. Dann dadurch auch erkennen, wie fragil und subtil diese scheinbar massive Solidität dieses Person ist, darauf angewiesen, dass die Luft hinein und hinaus geht. Aber nicht nur das, ist darauf angewiesen, dass das Essen hinein und hinaus geht. Ist darauf angewiesen, dass die Gedanken hinein und hinaus gehen, so unmöglich einen Gedanken festzuhalten. Ist darauf angewiesen, dass jeder Sinneskontakt vorbei ist. Sollte er zu lange anhalten, wird es sehr leidvoll. Sich einmal das erfahrungsgemäß vor Augen zu halten. Das heißt also, wenn der Geist absolut nicht in der Lage ist, sich der Ruhe zu widmen, dann soll er sich der Einsicht widmen. Dann soll man das Meditationsobjekt wechseln. Wenn man zum Beispiel gezählt hat und sich jetzt plötzlich dann das langweilt und man möchte gerne lieber ein Wort nehmen, so ist das keine gute Idee. Die Zeit durchsitzen mit dem Zählen. Durchsitzen mit dem Zählen, weil wenn man einmal dieses Durchhaltevermögen in sich fördert, die Meditation auch gefördert wird.